Vor mir steht der Stefan Lerch vom Nationalpark Hohe Tauern auf der Salzburger Seite. Stefan, wo sind wir da gerade? Kannst du uns ein bisschen eine Lagebestimmung geben? Also wir sind da im Hoherspachtal Arena, und zwar südlich der Senningerbräualm auf der sogenannten oder auf dem Almanger von der Ottacher Alm. Wir liegen auf ca. 1900 Meter Seehöhe und hätten hier bis zum Talschluss zurück, hier haben wir ungefähr noch 7 Kilometer Wegstrecken. Hinten erwartet uns ein ganz imposanter Talschluss, auf der einen Seite mit dem Weißneck, Vordermoos, Hintermoos, dann der Aufstieg auch Richtung Ratzensbergsee, wo es noch Schutzhütten gibt, die führt da hinten. Und obwohl es da jetzt links und rechts so imposante Berge zum Sehen gibt, wollen wir halt den Blick nach unten richten. Nämlich, wir wollen schauen, was sehen wir da eigentlich. Artenvielfalt ist ein großes Stichwort dieser Tage und wir wollen mal schauen, was da eigentlich alles so wächst. Ja, wenn wir jetzt den Blick nach unten wenden, also wie gesagt, wir sind da jetzt auf einer Almflächen oder auf einem Almanger, der wird im Jahr, vielleicht wird er einmal gemäht, und durch diese Maht bleibt da eine große Artenvielfalt erhalten. Wenn wir jetzt nach unten schauen, wie gesagt, wir haben da jetzt etliche Heilkräuter, wir haben Blumen da, auf der einen Seite die Blume, die höchstwahrscheinlich ein Großteil kennt, das ist die Schafgarbe, auch bekannt als Heilpflanzen. Neben der Schafgarbe, da haben wir den Frauenmantel. Der Frauenmantel ebenso bekannt jetzt in der Homöopathie. Dann haben wir klassische Pflanzen, so wie wir es auch draußen kennen. Wir haben den Klee herinnen, der Rotklee. Oder eine ganz typische Pflanze für ich sage jetzt einmal Kulturfolger, wo man erkennt, dass da Almwirtschaft betrieben wird. Das ist der Spitzwegerich. Da hat man sogar den Pollen jetzt in Pollenanalysen im Bereich der Pasterze, die hat man da nachweisen können, das was darauf zurückzuführen ist, dass da vor ca. 6000 Jahren, also im Pasterzenbereich auch schon Almwirtschaft oder auch Viehwirtschaft betrieben worden ist. Und warum ist Maat oder Beweidung so wichtig und fördert Artenvielfalt? In dem Bereich ist es so, aufgrund von der Seehöhe, wie gesagt, wir sind da auf ca. 1900 Meter Seehöhe, wurde jetzt, wenn nicht mehr beweidet wird, wenn die Almflächen nicht mehr bestoßen wird oder auch nicht gemäht wird, wird das über kurz oder lang, eher über kurz, wird das Ganze verbuschen und da wird der Wald dann eigentlich mehr oder weniger, wird den ganzen Bereich wieder einvernehmen.